Kollege Otto Fricke für die FDP-Fraktion. Geschätzter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das Vertrauen der Bürger in Europa, Herr Kollege Schneider, ich glaube, dass Sie mit Ihrer Rede gar nichts, aber auch gar nichts dafür getan haben, dass das Vertrauen der Bürger in Europa gestärkt wird. Das ist auch Ihre Aufgabe als Opposition, im Übrigen auch die Aufgabe der Grünen mit Ihrer gewachsenen Verantwortung, die Sie in diesem Lande haben. Meine Damen und Herren, als Erstes an die Adresse derjenigen, die der FDP einen europaskeptischen Kurs vorgeworfen haben. Herr Steinmeier war das auch, der ist jetzt, glaube ich, da hinten ist er. Herr Steinmeier, wenn man auf stabile Währung achtet, wenn man auf strikte Kriterien achtet, wenn man strikte Kriterien haben will, damit es in Zukunft in Europa nicht so läuft wie in der Vergangenheit, dann ist das nicht europaskeptisch, es ist eine Stärkung Europas. Das ist die Aufgabe, die dieses Land, diese Regierung und diese Koalition hat und sie wahrnehmen will. Das ist der Unterschied. Und ich will Ihnen auch genau sagen, warum. Und das, ohne dass ich das als Vorwurf meine, weil irgendwo doch alle daran beteiligt waren. Wenn wir sehen, dass in Europa, in allen, nahezu allen Ländern in den vergangenen Jahrzehnten Schulden gemacht worden sind und dass dann Kriterien aufgeweicht worden sind und dass man dann nicht genau kontrolliert hat, wer sich an was hält, dann ist doch das Ergebnis dessen, dass wir sagen müssen, wir müssen besser aufpassen, wir müssen konkret aufpassen und wir müssen die Dinge machen, die notwendig sind. Und hier sage ich etwas, wo ich einfach mich wundere, dass die rot-grüne ehemalige Koalition ihre eigene Vergangenheit vergessen hat. Und ich will sie jetzt mal loben. Wo waren wir vor 7 Jahren als Bundesrepublik Deutschland, 2004, 2005? Wir waren der kranke Mann Europas, das fing 2000 an. Und langsam wurde es besser. Warum wurde es besser? Warum ist es denn heute so, dass Deutschland in Europa als die Kraftzentrale gilt? Warum sagen denn nach 10 Jahren auf einmal alle, wir gucken auf Deutschland, wir brauchen die Lokomotive? Weil wir Reformen gemacht haben, weil Sie als Koalition Reformen gemacht haben, die unangenehm waren, die schwierig waren, die Einschnitte bedeutet haben, aber weil sie richtig waren. Und jetzt gehen Sie hin und sagen den Ländern, die diese Reformen nicht gemacht haben, macht das mal nicht, geht nicht den deutschen Weg. Fordern Sie doch lieber die Länder mal dazu auf, das zu tun, in Portugal, in Griechenland, in Irland vielleicht, auch in anderen Ländern, das zu tun, was Sie in Ihrer damaligen Regierungszeit getan haben, und schlagen Sie sich nicht mit Enthaltung und Ähnlichem in die Büsche. Das würde Ihnen viel besser anstehen. Und dann an die Adresse, derjenigen, das will ich auch deutlich sagen, die meinen, es wäre Deutschland gedient, wenn man beim Euro nicht hilft. Da will ich ganz klar und deutlich sagen, diese egozentrische Sicht zu sagen, wir haben unsere Aufgaben gemacht, uns geht gut, das war's, die wird es nicht geben. Die darf es nicht geben. Das ist unsere europäische Verantwortung unseren Familienmitgliedern in Europa. Wir sind Teil dieser Familie. Zu sagen, ja, wir helfen euch. Wir wissen, ja, und Sie sitzen jetzt hier und hören einfach mal zu, hilft auch, ja? Was tut Ihnen denn so weh festzustellen, was haben Sie denn dagegen festzustellen, dass wir Teil der europäischen Familie sind? Ich hoffe doch mal, dass das wenigstens auf Unterstützung der SPD trifft, auf die Unterstützung der FDP tritt diese Aussage vollständig zu. Wir haben, meine Damen und Herren, einen Exportboom, wir haben eine Exportstärke, die haben wir dem Euro zu verdienen, danken. Wir haben eine Stärke an vielen Stellen in unserer Gesellschaft, das haben wir Europa zu verdanken. Wir haben einen Wirtschaftsaufschwung, all das. Und auch die Investitionsfreudigkeit in Deutschland ist da. Und ich will Ihnen noch einen zweiten Punkt sagen. Das hat auch was damit zu tun, dass der Wechselkurs des Euros so ist, wie er ist. Und ich will das aufgrund von Gesprächen, die man immer wieder dann auch mit Amerikanern und anderen führt, die sagen ja, die Chinesen, die halten ja ihren Wechselkurs künstlich runter. Das könnte man uns übrigens auch vorwerfen, dass der Wechselkurs des Euros da ist, wo er ist. Denn ohne, und das will ich den Bürgern nochmal klar und deutlich sagen, denn ohne die anderen Länder, wo wäre denn eine D-Mark? Bei welchem Wechselkurs wäre die denn zum Dollar? Bei 1,90, bei 2? Wir wissen das nicht, aber sie wäre weit höher. Deswegen, wir verdanken da Europa sehr viel. Und dieser Dank ist Teil unserer Europafreundlichkeit und unserer Europaverantwortung. Es ist die Medaille, die auf beiden Seiten steht. Auf der einen Seite zu sagen, ja, wir helfen, und auf der anderen Seite zu sagen, nicht so wie die Grünen und nicht so wie die SPD und erst recht nicht so wie die Linken, aber wir machen das nicht ohne konkrete Bedingungen und ohne klare Aussagen, weil wir das Spiel, das wir in den letzten 10 Jahren gemacht haben, nicht mehr weitermachen wollen. Meine Damen und Herren, es geht doch eigentlich darum, dass wir erwarten können und müssen von den anderen Ländern Europas, dass, wenn wir solidarisch sind,
dass diese Länder stabil sind. Und da will ich eindeutig mal eines feststellen, Herr Schneider, das, was Sie gesagt haben mit Spekulationen, wenn Sie behaupten, hier vor versammelter Mannschaft, dass man in 6-monatige griechische Anleihen gehen kann, es gibt gar keine 6-monatigen griechischen Anleihen mehr. Die sind vom Markt, die Laufzeit ist zu Ende. Ja, die sind weg an der Stelle, weil wir Griechenland da vom Markt genommen haben. Nur worum Sie sich scheuen, ist, dass Sie sagen müssen, wie viele Milliarden wollen Sie eigentlich noch mehr vom Steuerzahler haben, wenn Sie nicht bereit sind, bei Reformprogrammen mitzumachen, wenn Sie sich beim EFSF enthalten, wenn Sie sich bei Griechenland Hilfe enthalten. Sie müssen irgendwann mal in Ihrer großen Verantwortung, die Sie haben, klarstellen, wo Sie bereit sind, mitzumachen und an welcher Stelle Sie nur kritisieren und sich in die Büsche schlagen. Zum Letzten. Der europäische Stabilitätsmechanismus, den wir jetzt erarbeiten. Und hier will ich ausdrücklich sagen, würde ich der SPD doch mal empfehlen, Herrn Sarrazin ein bisschen genauer zuzuhören. Und zwar Herrn Sarrazin von den Grünen. Da brauchen wir nicht sagen. Herrn Sarrazin von den Grünen. Schauen Sie sich doch lieber jetzt mal an und arbeiten Sie, und das ist eine Einladung, und arbeiten Sie mit der Koalition zusammen daran, wie wir beim ESM eine gute Parlamentsbeteiligung hinbekommen. Ich persönlich kann an der Stelle nur sagen, das, was wir an bisherigen Verfahren beim EFSF haben, reicht nicht aus. Hier muss mehr Transparenz, mehr Klarheit kommen. Aber ich will ausdrücklich auch für dieses Parlament sagen, wir können uns in Zukunft nicht mehr dahinter ducken, dass auf der Regierungsebene die Dinge entschieden werden. Wir müssen dann hier auch auf Parlamentsebene regelmäßig und klar sagen, wann wir unseren europäischen Freunden helfen und warum wir unseren europäischen Freunden helfen. Herzlichen Dank. Ja.